Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Equestrian. Und heute mit ein paar Infos, die ich aus dem Hause Foxy für euch bekommen habe. Als allererstes ist ja natürlich die Frage, wann kommt es raus? Derzeit wurde mir von Foxy gesagt, dass es da noch Probleme gibt, die sie mir jetzt noch nicht genau mitteilen können, aber sie arbeiten daran, dass es so schnell wie möglich dann auch im im Play Store verfügbar ist. Das nächste, was ich euch aber sagen kann, ist zu dem Thema, zu dem ich jetzt ein paar Mal schon gefragt wurde, wie kann man das Spiel am PC spielen? Das Ganze werde ich euch in einem späteren Tutorial dann, sobald es verfügbar ist, noch einmal genau zeigen. Aber die Frage war generell, BlueStacks, ja, nein, wie funktioniert das Ganze und so weiter. Über BlueStacks könnt ihr nämlich dieses Spiel dann in Zukunft spielen am PC, sollte es damit nämlich keine Probleme geben. Und da wurde ich dann eben auch gefragt, ob das Ganze mit BlueStacks funktionieren wird. Und dazu habe ich jetzt kurz ein Statement bekommen von dem guten Manager, der sich um mich kümmert. Ich lese es mir einfach mal ganz kurz euch vor. BlueStacks will not be officially supported. Also BlueStacks wird nicht offiziell von Foxy unterstützt, but hopefully it will still work. Also er sagt aber, natürlich wird es, sie hoffen natürlich, dass es trotzdem funktioniert. Ich hatte dann auch nochmal mit ihm geschrieben, weil ja Horse Riding Tales aktuell überhaupt nicht mehr über BlueStacks funktioniert. Und da wurde ich gebeten, dass ich da nochmal genau meine Probleme schildere, erkläre, warum das bei mir nicht funktioniert und so weiter und so weiter. Also ich wurde mehrmals gebeten, das alles zu erklären, habe dann meine Probleme auch nochmal dargestellt, habe erklärt, ja, warum geht das eigentlich nicht. Und sie versuchen aktuell auch daran zu arbeiten, dass eben ihre Spiele wieder über BlueStacks funktionieren, weil sie selber nämlich das nicht wussten, dass es überhaupt nicht in dieser Variante nicht funktioniert. Sie hoffen aber auch, dass es dann möglich sein wird, das Ganze über BlueStacks zu spielen. Genau kann das mir mein Manager da aktuell nicht sagen. Sie haben aber ganz klar gesagt, dass sie daran arbeiten und das probieren, dass es dann funktionieren wird. Das heißt, was kann man da aktuell sagen? Ja, für den PC wird es vorerst, im Übrigen, vorerst wird es nur via BlueStacks möglich sein, wenn BlueStacks funktioniert. Denn eine PC-Version ist aktuell nicht geplant. Also eine PC-Version ist nicht ausgeschlossen, aber auch aktuell nicht in Planung. Also wenn es demnächst dann auch für BlueStacks oder besser auch für Android dann herauskommt, wird es eben vorerst dann nur über diese Mobile-Varianten eben laufen und wir hoffen dann, dass es über BlueStacks funktioniert. Sobald es dann auch funktioniert final, also besser gesagt, sobald es dann da ist, das Game, werde ich euch sofort ein Tutorial machen für BlueStacks, denn, Entschuldigung, im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklern hat Foxy da nämlich überhaupt kein Problem mit und ist sogar so weit, dass sie sagen, ja, spielt gerne unser Spiel darüber, wir unterstützen es nicht offiziell, aber wir probieren, dass es funktioniert über diesen BlueStacks App Launcher eben. Das ist das, was sie ganz klar gesagt haben und worauf sie auch hinarbeiten. Von daher kann man eben sagen, sie versuchen, dass es funktioniert, aber bisher eben kann es zumindest zu Beginn sein, dass es nicht funktionieren wird. Aber sie gucken, dass es funktionieren wird, spätestens danach, wenn sie daran arbeiten. Hundertprozentig natürlich kann ich euch das nicht sagen, aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass Foxy im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die es gibt, nämlich nicht direkt gegen BlueStacks vorgehen, weil es gibt natürlich auch das andere gegen Pongdong, dass manche sagen, okay, wir verbieten direkt, dass es funktioniert, das heißt, wir machen in unsere Games eben einen Code rein, dass das genau unterbunden wird. Und von daher kann ich euch in dem Sinne schon mal sagen, ich freue mich sehr drauf und ich hoffe natürlich auch, dass es funktionieren wird über BlueStacks, denn ansonsten ist es mit dem Übertragen sehr schwer. Also ich kann es auch versuchen, dann vom Handy aus zu streamen ansonsten. Das ist aber natürlich deutlich schwieriger und deutlich unangenehmer, um damit mit Leuten noch zu interagieren. Das ist so der Hauptpunkt, wo ich sage, ich würde es viel lieber natürlich über ein reguläres Programm, also über den PC und OBS und sowas verbunden, dann streamen, als jetzt irgendwie eine, ja, so eine Mittellösung irgendwie zu finden. Das ist das, was ich euch schon mal sagen kann.
Ich bin definitiv auch gespannt, wie es dann am Android-Gerät bei mir aussehen wird, da mein Android-Gerät doch deutlich stärker ist als eben dieses Gerät hier. Aber soweit kann ich euch schon mal die Infos weitergeben. Ich hoffe, dass ich euch damit ein wenig weiterhelfen konnte. Sag schon mal danke fürs Zuschauen und bin gespannt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze spielen werdet. Freudet ihr euch über eine PC-Version von dem Game generell freuen? Und werdet ihr es dann über euer Android-Handy spielen oder werdet ihr euch dann auch hoffen, dass es bei euch dann eben über eine Version wie BlueStacks eben funktioniert? Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einer weiteren Runde, vielleicht dann auch schon auf Android zu Star Equestrian wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.